Ja, liebe Leute, Anyhow ist gefangen, Rose hat sich gestellt, aber eines steht uns in der Hauptstory noch bevor, und zwar der ganz große Kampf gegen den Champ. Dann geht's weiter mit der Afterstory ein bisschen, also so wie ihr das auf Pokémon Schild ja schon kennt. Ja. Aber es wird also DLC nicht geben, nicht hier. Weil wir sehen uns dann erst wahrscheinlich im November wieder. Zumindest ist das der aktuelle Plan. Kann sich natürlich wieder viel ändern. Ich hoffe, dass ich euch das DLC bringen kann. Dass die Zeit dazu vor allen Dingen da ist. Es wird einige Veränderungen in meinem Leben geben, wo ja, wahrscheinlich wissen tue ich es noch nicht. Wie ich euch dann aber auch rechtzeitig mitteile. Das heißt, es würde tatsächlich zur Folge haben, dass ich meinen YouTube-Kanal ein bisschen einstelle. Vorerst. Eine ganze Weile, aber ich habe irgendwann wieder reaktiviert, weiß ich noch nicht. Das heißt, es würde mich eine gewaltige Änderung geben. Aber das ist dann halt einfach mal so. So, ich gucke mal im Theme Store, ob ich noch was finden kann. Ich hole mal Light Heap und Solarklinge vor allem. Gerade, ob ich irgendwie was finden, ob ich das irgendwie bei einem meiner Pokémon beibringen kann. Toll. Blubella Light Up, Light Heap. Na, behalte ich. Gut. Okay, dann gehen wir rein ins Match gegen den Champ. Nur weiß ich nicht, womit er anfängt. Nur kann ich jetzt gerade nicht sagen, womit wieder ein Pokémon an Auftakt aussieht. Das gucke ich jetzt mal gerade nach. So, damit ich... So, ich muss wissen, was er von Pokémon hat. Okay. Ich weiß Bescheid, weil womit er zumindest anfängt. Und damit haben wir mit Totodato tatsächlich schon die erste richtige Wahl getroffen. Das ist gut. Schauen wir mal, ne? Tausch Champ Cup gegen die entscheidende Kampf gegen den Champ. Beginnt gleich. Bist du bereit, Dylan herauszufordern? Ja. Dann zieh bitte deine Uniform an und begib dich zum Kampfplatz. So, 50-50 ungefähr die Zuschauer. Die einen sind für uns, die anderen sind für den Champ. Und schauen wir mal, ob wir es heute schaffen, den guten Dylan endlich zu bezwingen. Und endlich den Titel des Champs zu bekommen. Meine Kämpfe sind immer ausverkauft. Aber so ein begeistertes Pokémon hatte ich noch nie. Das liegt sicher daran, dass alle wissen, was du vor 3 Tagen geleistet hast. Du hast einen Lades gefangen und die Zukunft der Galar-Region gesichert. Du hast an der Seite der legendären Pokémon Zacian und Zamazenta gekämpft. Das macht dich zu einem waschechten Helden und einem wahrwürdigen Gegner. Ich habe dich entdeckt und dein volles Potenzial entfesselt. Das ist eine Leistung für dich. Wenn ich jetzt noch schaffe, Hausdruck gegen dich zu gewinnen, wäre das der ultimative Beweis meines Könnens als Champ. Ja, dann mal los. Liefern wir uns einen Kampf, der in die Geschichte der Galar-Region eingehen wird. Oder besser, liefern wir uns einen Kampf, der die Zukunft Galars für immer verändern wird. Lass uns diesen Kampf so richtig genießen. Es ist Champ Time. Auf geht's, liebe Leute. Das Finale der Hauptstory in Pokémon. Pokémon Schwert und Schild. Aber jetzt im Schwert. Mit einem etwas anderen Team. Falls ich ein Pokémon, falls ich ein Schild genommen habe, natürlich. Klar. Wir wollen es jetzt richten. Wir wollen es rachen. Irgendwie das Ding durchkloppen. Komm.
So, er fängt an mit einem Durengar. Das war der Grund, warum ich auch Tortonator gesagt habe, dieses Tor. Durengar muss schon mal weg. Weil das Pokémon kann auch richtig Ärger machen. Das Pokémon zu begeistern. Das ist ein Teil meiner Rolle als Champ. Deswegen kloppe ich mit Hitzecaller. Er setzt das Königsschild ein. Mit sowas anfängt. So, auf jeden Fall. Nochmal Hitzecaller. So, geht er auf Taktikwechsel. Er stärkt also seine Offensive. Was eigentlich gar nicht mal so blöd ist. Mit einem Scheiß kann ich nicht. Ja. Das ist genau das, was ich meine. So, weg mit diesem Durengar. Das war irgendwie noch großen Ärger gemacht. Tschüss. Pokémon Nummer 1 ist down von ihm. Jetzt weiß ich nicht, was als nächstes. Ich glaube, 5 hat er oder so. Hat er 5, 6? Ja gut, mit dem Volltreffer war das nicht das Problem. Warte, nicht schlecht, Challenger. Er hat 6. So. Drei Pokémon im Level up. Maxax. Kann dieses Maxax irgendwas, was ich... Nein, kann ich nicht. Obwohl doch, kann einer Attacke. Naja, versuchen wir es trotzdem. Hier, Max setzt sich auf Motineva. Nein! Heißt du. Ich habe fast damit gerechnet, dass du auf Eisenschweif gehst und du triffst natürlich. Mit sehr vielen Attacken werde ich mal den Sieg holen. Das war mir fast klar. Dass du tatsächlich sagst, komm, ich treffe die Attacke. Das ist natürlich alles anders gut. Ich hoffe, dass man ein bisschen höher ist als sein, ne? Weil dann kann ich versuchen, mit mehr Dracomitor dieses Pokémon auszuschalten. Natürlich ist die Attacke sie nicht höher. Dieses Max hat Wachwürde. Das ist es halt, ne? Die zwei Pokémon schon weg. Es wird nicht einfach werden. Mal drauf mit Erdbeben. So, ja gut, ich setze zumindest mal die Überbrückung außer Gefecht. So. Ja, nicht ganz. So, ich setze den Top-Beleber ein. Ich habe ein bisschen Düse. Das müsste sein, dass jetzt seine Verwirrung greift. So, jetzt hoffe ich, dass es wieder gewohnt hast. Ich muss ein bisschen Düse haben dabei. Aber der wird nur Wutanfall auch einsetzen können. Na, leck mich doch am Sack, Alter. Das ist doch nicht wahr. Ey, der kommt doch die scheiß Verwirrung durch, Alter. Ich weiß, dass die Attacke nicht effektiv ist, aber ich muss dieses Wachsack mal aus dem Kampf nehmen. Bevor der mir irgendwie großen Ärger macht. Katapultra. Ja, ich probier's. Ein
ist übrigens vom Typ Drache, Geist und ich hab's bewusst jetzt auf Mopeko genommen. So, jetzt geh ich mal auf Knirscher. Er setzt auf jeden Fall Feuer, oder mehr mein. Das wird wahrscheinlich nicht einfach sein. Ich verliere jedes Mal über die Hälfte der KP, das heißt, ich krieg keinen zweiten Angriff weg. So. Okay, das hat auf jeden Fall zumindest bei den. Ja, sag ja, es ist nicht ohne, definitiv nicht. Ich stoppe Leber nochmal auf Motineva. Ja, kannst du dich mal daneben treffen? So, das heißt, ich opfer mal. Ich gehe jetzt hier auf Inteleon. Ich muss dieses auch weg rausnehmen. Dann habe ich zumindest ein bisschen Luft. Donnerwitz. Komm, jetzt darfst du überleben. Yes. Du aber nicht. Yes! Das ist Katapulte, ohne dass er irgendwie was berichten kann mit irgendwelchen Tränken oder so. Gortrom. So, Gortrom. Okay, ja, er hat den Starterjahre genommen. Und er hat ihn hochgepusht. Mitgetrainiert. So, okay. Nice. Speer. Hat keine Wirkung. Bringt er nicht. Okay, dann ist mindestens 5. Ich hoffe, dass er auf 5 Treffer geht. 3. Nochmal, komm. Und der letzte doch. Nein, der letzte noch Volltreffer wäre jetzt gewesen. Bringt er nicht. So, komm. Jawohl, Gortrom. Auch raus. So, da dürfte er eigentlich nur noch 2 Pokémon haben. Wenn ich jetzt richtig tippe, wenn diese Info hier stimmt, was als nächstes kommt. Rihonio. Okay, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Weil hier steht mir gerade an. Steht mir ein anderes Pokémon hier. Naja, da hat man so einen Blütenwirbel. Trifft. Ah, falsch nicht das. Komm. Das ist Brandstempel eigentlich. Du kannst so eine Feuerattacke, du Mitzi. Ah! Ja, ich muss es versuchen. Eigentlich würde ich, wollte ich fast immer die Neva opfern um Inteleon, weil Inteleon beide Pokémon. Ich weiß, dass er selbst ein Glurak noch hat. Nur die Frage ist, was hat er jetzt? Trifft er jetzt. Warte mal, ich mach das anders. Das ist mir zu heiß. Ich hätte jetzt auch noch nie eine Top-Genese benutzt. Ich glaube, 4 KP übrig. Seit Erdbeben heim, okay. Wenn ich jetzt wenn er jetzt schneller ist, habe ich dann habe ich es verkackt. So, Aqua-Durchstoß erstmal. Es reicht aber erstmal, um schneller zu sein. So, jetzt hat er noch so einen Glurak. Intelligen Level 64. Das heißt, ich opfer jetzt mal Motineva. Dann ziehe ich nämlich einen Hypertrank oder so eine Top-Genese, warum? Ich opfer dem jetzt natürlich eine Runde. Ich ziehe jetzt eine Runde von dem Tempel. Mit ein bisschen Dusel. Vielleicht reicht es, um uns mit dem Dynasty wegzudrücken. Das kann es noch. Ich weiß, was es vermutet, was es vorhat. Scheiße, damit habe ich nicht gerechnet.
Ich weiß, was es vorhat. So, Geiger, Gegner Max auf Glurak auf jeden Fall, dass wir da machen. Ich vermute, dass er jetzt auf eine Feuerattacke geht. Er beherrscht auf jeden Fall eine. Er beherrscht alles Mögliche, ey. Das ist das Problem. Das wird nicht ohne werden, der Kampf. Schaffen wir es irgendwie noch, diese Situation ein bisschen zu drehen. Gut, dass du jetzt auf Brocken gehst, war mir fast irgendwie klar. Das wird Multinehmer auch null überleben. Wird das schon? Packt das tatsächlich? Durch die. Ja, okay, durch die, das Poke-Camping, ne? Okay, vergiss es. Ich habe nichts gesagt. Scheiße! Ich hatte gedacht, okay, ich kann, vielleicht habe ich ein bisschen Glück, mir noch ein Pokémon zu retten. Ich habe damit. Ja, ich hatte das fast damit gerechnet. Na gut, probieren wir es. Okay, damit hat es aber nicht die Variante, die ich mir vorgestellt hatte. Doch, obwohl, er hat eine Pflanzenattacke. Ja, weiß ich, was er eine Pflanzenattacke hat. Die würde er jetzt auch gleich ziehen. Das heißt, ich muss eigentlich fast eine One-Hit machen, um dieses Glurak zu besiegen. Ich muss eigentlich schon fast eine One-Hit setzen. So, erstmal hochgepusht. 324 KP, Level 64. Ein Level hat es drüber. So, ein bisschen. Dein Dünnerflut, jawohl. Und es geht auf jeden Fall auf seine. Reicht aber nicht. Ja, auf jeden Fall geht es erstmal auf seine. Der Flora. So, wenn das Pokémon es überlebt, habe ich gewonnen. Das ist mir schon klar, dass du jetzt was versuchst. Du ziehst jetzt beide nicht durch. Ich kann nochmal den Hörfluch einsetzen. Wenn er nicht über die Hälfte steigert, habe ich gewonnen. Und damit habe ich gewonnen. Damit musst du erkennen. Wenn jetzt die Attacke nicht an den geht, tut es ja nicht. Und damit ist das Ding gewonnen. Wir sind der neue Champ. Ja, es ist ein bisschen Medusel dabei gewesen, muss ich sagen. Aber dieses Glurak ist nicht ohne, definitiv nicht. Und Champ Dealing ist besiegt. Wir sind der neue Champ der Pokémon-Liga. Das war's mit meiner Champ-Time. Danke für den besten Kampf meines Lebens. Meinen Glückwunsch, Kev. Du hast es geschafft, den unschlagbaren Champ zu besiegen. Damit gehört der Titel dir. Du bist wirklich ein sensationeller Pokémon-Trainer. Und dafür sollst du gefeiert werden. Jetzt, da du so stark geworden bist, sollen alle mit dir feiern. Auch wir Erwachsene sollten die Gegenwart mit Blick auf noch kommende Zeiten verbessern. Kev, versprich mir bitte, dass du so weitermachst. Glaub an dich, glaub an deine Pokémon. So kannst du die Zukunft nach deinen Träumen und Wünschen gestalten. Bewohner von Gala. Ihr seid alle gerade Zeugen der Geburt einer Legende geworden. Kev ist euer neuer Champ. Wer so stark ist wie er, kann so einiges bewegen setzen. Alles ist möglich. Kannst du gespannt verfolgen, in was für eine Zukunft er uns führen wird. Jo, und das war's mit der Hauptstory von Pokémon Fantasy. Es gibt wieder noch die After-Story, die ich euch zeigen will. Mit dem Abstand lasse ich euch alleine. Ich melde mich sofort zurück, sobald ich fertig bin. Sobald der Abstand hier durch ist. Dann sehen wir uns dann wieder. Und dann jetzt mit Beginn in der After-Story weiter.
Ja, danke an alle, danke auch an euch alle. Herzlich willkommen nochmal zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Wir sind durch mit der Story, mit der Hauptstory. Und jetzt geht es gnadenlos weiter mit der Afterstory. Ja. Da bin ich mal gespannt. Wie es jetzt mit dem nächsten Teil dieser Afterstory. Das wird nicht mehr viele Folgen werden, das ist schon mal schon klar. Aber hier ist noch ein bisschen was zu tun. Der Schrein. Und wir sind in unserem Zimmer und hier verabschiede ich mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schwert. Wie gesagt, ich danke euch, falls ihr euch die Afterstory nicht interessiert. Könnt ihr jetzt hier abschalten. Hier ist nämlich Feierabend. Sprich, wir gehen jetzt in die Afterstory rein. Bis dahin. Oder Wiedersehen.